Dieser Podcast wird präsentiert von der Allianz, der Vorsorgepartnerin für alle, die sich auf ihre Pension freuen wollen. NZZ Akzent. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this. Wir gehen zurück zum Moment, als Donald Trump seine Siegesrede hielt am Dienstag nach der Wahl. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. Und er kündigte eine großartige Zukunft an, dankt seinen Wählern, seinen Unterstützern und einem ganz explizit. Oh, let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. Ein Star sei da geboren, Elon, Elon Musk. Now he's an amazing guy. We were sitting together tonight. You know, he spent 2 weeks in Nelly, wie es scheint, haben sich da wirklich zwei gefunden. Ja, das kann man so sagen. Elon Musk war in den vergangenen Wochen einer der lautesten Unterstützer von Donald Trump und auch einer der zahlungskräftigsten. Mhm. Er hat über 100 Millionen Dollar in den Wahlkampf von Trump gesteckt. Und das hat sich, wie wir jetzt sehen, für ihn ausgezahlt. Er bekommt einen Posten, er soll eine neu gegründete Effizienzkommission leiten. Und damit bekommt er jetzt deutlich mehr Macht und stellt ihn wohl auch vor einige Interessenskonflikte. Elon Musk ist der reichste Mensch der Welt und ist mit seinen Firmen international vernetzt. Welche Folgen es hat, wenn er nun in der US-Politik mitwirkt, sagt Wirtschaftsredaktorin Nelly Keusch. Ich bin Antonia Moser. Nelly, du hast gesagt, Elon Musk hat für Trump Wahlkampf gemacht. War er denn schon immer so ein Trump-Fan? Nein, ganz und gar nicht. Noch vor 2 Jahren war er eigentlich klar gegen eine zweite Trump-Präsidentschaft. Er hat mal in einem Tweet gesagt, das wäre viel zu viel Drama. Aber dieses Jahr hat er sich dann voll hinter Trump gestellt. Take over, Elon, yes, take over. Hi, everyone. Zum einen finanziell, aber er hat ihn wirklich auch aktiv im Wahlkampf unterstützt, wie zum Beispiel hier in einer Rallye in Pennsylvania. President Trump must win to preserve the Constitution. He must win to preserve democracy in America. Und bei dieser Rede ist er dann noch so in die Luft gesprungen, hat man einige Bilder gesehen. Und heute wissen wir, das hat sich ausgezahlt. Trump ist der gewählte Präsident und eben Musk erhält einen neuen Posten. Er ist der Leiter einer Effizienzkommission. Was ist das genau? Also das ist gar nicht so klar, weil es eben eine solche Kommission oder ein solches Gremium bisher noch gar nicht gab. Das wird jetzt neu gegründet. Es ist aber wohl vor allem ein Beratergremium. Und dieses Gremium soll einen Plan ausarbeiten, wie die amerikanische Regierung mehr sparen kann. Die Rede ist davon, Überregulierungen abzubauen, verschwenderische Staatsausgaben zu kürzen, einfach zu sparen, wo es irgendwie geht. Mhm. Musk hat sogar mal behauptet, seiner Meinung nach könnte der amerikanische Staat 2 Billionen Dollar einsparen. Billionen, das ist viel. Ja. Weiß man schon, was da seine Pläne sind? Nein, dazu weiß man wenig. Es ist wohl auch vor allem diese 2 Billionen ein recht utopisches Ziel. Aber klar, Einsparpotenzial gibt es sicher und Musk ist ja Unternehmer und es ist auch gewohnt, auf Effizienz zu achten. Mhm. Zum Beispiel bei seinem bekanntesten Unternehmen Tesla, diese Elektroautos. Ja genau, also Tesla, damit verbindet man Musk vor allem. Er hält dort auch alle Fäden in der Hand. Erst kürzlich hatte sich einen Vertrag ausgearbeitet, in dem er Bonuszahlungen von bis zu 50 Milliarden Dollar erhält. Für sich selbst. Ja, ganz genau. Und wegen Tesla wird Musk schon seit Jahren von den verschiedensten Regierungschefs umworben. Alle wollen, dass er bei ihnen investiert. Und er hat sich seit 2021 15 Mal mit Regierungschefs getroffen, wegen Tesla. Mhm. Und diese engen Beziehungen, die kann er jetzt natürlich auch mitnehmen in seinen Job als neuer Berater von Trump. Was sind das zum Beispiel für Beziehungen? Ich denke, eine sehr wichtige Beziehung ist mit China. Dort hat Tesla 2019 eine sogenannte Gigafactory eröffnet. Das ist eine ganz große Fabrik, in der eben Teslas hergestellt werden. Es war ein ziemlich großer Schritt, sowohl für Tesla als auch für China. 3, 2, 1, Shido! Wir sehen hier die Eröffnungszeremonie. Musk steht dort gemeinsam mit vielen chinesischen Vertretern. Es regnet, aber es ist durchaus ein pompöser Anlass. And we think with the resources here that we can build the Shanghai Gigafactory in record time.
Und sowohl Musk als auch die chinesische Regierung betonen, was für ein großer und wichtiger Schritt das jetzt ist. Tesla war die erste Firma, die in China eine Fabrik errichten konnte und diese vollständig unter ihrer eigenen Kontrolle hatte. Sonst war es immer so, dass ausländische Unternehmen Kooperationen mit chinesischen Unternehmen eingehen mussten, wenn sie eine Fabrik in dem Land eröffnen wollen. Ziemlich große Privilegien für Musk, also den hat man hofiert sozusagen. Ja. Heute bauen aber die Chinesen ja selber auch Elektroautos. Hat sich denn da das etwas verschoben, also dass man nicht mehr so abhängig ist jetzt von Tesla? Ja, definitiv. Also in den letzten 5 Jahren hat sich da wirklich viel getan. China ist total weit vorne dabei beim E-Auto-Bau. Gleichzeitig ist das Land für Tesla, also für Musk, immer noch ein total wichtiger Markt. Er macht dort 1/4 seines Umsatzes. Okay. So ist es jetzt eigentlich gekommen, dass Musk inzwischen mehr abhängig von China ist als andersrum. Mhm. Was könnte das denn jetzt für Auswirkungen haben, wenn Elon Musk einerseits von China abhängig ist, aber andererseits auch ein Berater von Donald Trump? Also ich denke, dass China darauf hofft, dass Musk für sie lobbyiert. Denn Trump hat ja angekündigt, die Importzölle auf chinesische Güter erhöhen zu wollen. Von bis zu 60% war da die Rede. Und das wäre sowohl für China als auch für Elon Musk ziemlich schlecht. Gleichzeitig ist es natürlich ein gewisses Konfliktpotenzial zwischen Trump und Musk, denn ich glaube, bei diesem Thema sind sich die beiden Männer wirklich gar nicht einig. Da müssen wir schauen, wie die zurechtkommen. Aber Musk hat ja nicht nur Kontakte mit anderen Ländern, Regierungen, sondern geschäftet ja selbst auch direkt mit der amerikanischen Regierung. Also ich denke da an SpaceX, seine Raumfahrtfirma, die ja auch für die NASA fliegt. Ja, das ist ganz richtig. Und das weiß auch Trump, er ist großer SpaceX-Fan. Er hat Elon Musk Raketen in höchsten Tönen gelobt in seiner Rede. You know, he sent the rocket up 2 weeks ago and I saw that rocket and I saw it coming down. I saw it, it was, when it left, it was beautiful, shiny white when it came down. Eine richtig schöne Rakete, ja, findet Trump. Fantastische Rakete und mit diesen Raketen dominiert Musk inzwischen so ziemlich den Markt in der Raumfahrt. Und er hat, wie du gesagt hast, auch Verträge mit der amerikanischen Regierung. Unter anderem mit dem Verteidigungsdepartement. Da errichtet SpaceX ein Netzwerk von Spionagesatelliten und baut auch Satelliten selbst. Mhm. Und auch mit der NASA, wie du gesagt hast, dort fliegen sie eben Astronauten und Ausrüstung ins All. Und insgesamt belaufen sich diese Verträge, die Musk mit der US-Regierung hat, auf über 15 Milliarden Dollar. Viel Geld. Und wenn Musk jetzt irgendwie selbst so quasi in der Regierung ist oder nahe von Trump, ist das dann nicht auch gefährlich, dass der sich vielleicht selbst Aufträge zuschanzt? Ja, also diesen Interessenskonflikt, den sehen jetzt ziemlich viele und der ist auch ziemlich offensichtlich. Hinzu kommt auch, dass Musk ohnehin schon durch diese Aufträge Zugang zu Staatsgeheimnissen hat. Und durch diese Verstrickungen ist er ziemlich unberechenbar. Man weiß nicht genau, was er mit diesen ganzen Infos und diesen Fähigkeiten jetzt macht. Das Risiko ist auf jeden Fall groß, dass er dieses Monopol in der Raumfahrt noch weiter ausbaut und dass er eben, wenn er jetzt dafür zuständig ist, zu sparen, vielleicht darauf achtet, dass er in diesem Bereich nicht gespart wird. Wir sind gleich zurück. Sie denken an Ihre Pensionierung, ohne sich Sorgen zu machen? Dann haben Sie offensichtlich gut vorgesorgt. Wenn nicht, lassen Sie sich von den Expertinnen und Experten der Allianz beraten. Persönlich und kompetent. Wir sind an über 100 Standorten in der Schweiz für Sie da. Nelly, Musk hat einige Firmen aufgebaut, eben wir haben gehört Tesla, SpaceX, und ist deshalb verstrickt mit anderen Ländern, mit der US-Regierung. Mir ist noch eine Firma eingefallen, die er auch noch hat, Starlink, diese Satelliten. Damit hat Musk ja irgendwie auch einen geopolitischen Einfluss, oder? Ja, definitiv. Also mit Starlink hat Musk sich schon in verschiedene internationale Konflikte ein bisschen eingemischt. Der bekannteste ist sicherlich der Ukraine-Krieg. Also die Ukrainer benutzen seit über 2 Jahren Satelliten, Starlink-Satelliten von Musk für ihre Kommunikation. Auch da können wir uns ein Video zusammen anschauen. Wir hören dort einen Regierungsberater, der auf dem Schlachtfeld unterwegs ist, in einem Schützengraben. Und man sieht eigentlich eine Starlink-Schüssel, die auf diesem Schützengraben so aufgebaut ist.
Und er geht dann dort in einen Bunker und in dem Bunker sind alle Soldaten am Handy, weil sie eben Internet haben. Dank Starlink. Ganz genau. Sie können mit ihrer Familie sprechen, mit ihren Freunden, aber eben natürlich auch mit ihren Vorgesetzten. Mhm. Also Starlink ist auch wirklich strategisch wichtig für die Kommunikation der Armee. Und sollte Musk sich entscheiden, der Ukraine da das Internet abzustellen, dann könnte er durchaus Einfluss auf den Kriegsverlauf haben damit. Und der Ukraine-Krieg, das hat Trump ja angekündigt, den will er beenden und zwar in 24 Stunden. Ja, genau, das ist sein Plan. Wie genau er das machen will, das wissen wir nicht. Aber Musk ist sicher in einer guten Position, sich auch da einzumischen. Und das tut er auch bereits schon. Wie? Also vor einigen Wochen gab es einen Medienbericht, laut dem Musk in den vergangenen Jahren regelmäßigen Kontakt mit Wladimir Putin gehabt haben soll, telefonisch. Und vor einigen Tagen hat er auch mit Zelensky telefoniert, und zwar gemeinsam mit Trump. Trump und Zelensky haben nach seiner Wahl ein gemeinsames Telefonat gehabt und dort war Elon Musk dabei. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, auf welche Seite Trump und damit auch Musk sich schlagen werden. Mhm. Musk hat aber auf jeden Fall schon mal auf X, seiner Plattform, ein paar Vorschläge gemacht, wie man seiner Meinung nach den Krieg möglichst schnell beenden kann. Ja, dann schauen wir mal, wie das noch rauskommt. Aber apropos X, das gehört ja auch noch Elon Musk. Spielt das eine Rolle jetzt im Zusammenhang mit seiner neuen Position? Mit Sicherheit. Also X, das ehemalige Twitter, war in den vergangenen Monaten für Musk ein wichtiges Instrument für die politische Meinungsbildung. Also er hat zum einen seine eigenen politischen Ansichten dort geteilt, aber er hat auch sehr viele andere Ansichten zugelassen, vor allem in den vergangenen 1 bis 2 Jahren. Und das liegt daran, dass er die Sicherheitsvorkehrungen auf der Plattform total runtergeschraubt hat. Und dadurch können sich Bots und auch russische Propaganda viel einfacher ausbreiten. Dazu gibt es viele Auswertungen, die zeigen, dass eben Propaganda und Desinformation auf der Plattform total zugenommen haben in letzter Zeit. Und das ist ja auch irgendwie ein Machtinstrument, also wer da seine Propaganda an die Leute bringen kann. Ja, ganz genau. Und das will natürlich jeder da so möglichst viel Einfluss haben. Mhm. Da kommt ziemlich viel Macht bei Musk zusammen, haben wir jetzt gesehen. Also wie so ein Netz aus Geschäftsbeziehungen und Geld und Einfluss. Und jetzt ist er auch noch Berater von Trump, dem gewählten US-Präsidenten. Geht das wirklich alles zusammen? Ja, also auf dem Papier erstmal schon. Da er ja nicht offiziell Teil der Regierung wird, kann er weiter als Geschäftsmann tätig sein und gleichzeitig eben dieses Gremium leiten, wo dann diese Sparvorschläge erarbeitet werden. Mhm. Und das ist aber natürlich klar, dass jetzt deswegen trotzdem Interessenskonflikte auf ihn zukommen und dass er eben schaut, dass er für seine eigenen Firmen da möglichst gut irgendwie dasteht und auch die internationalen Interessen, in denen er sich befindet, die wird er wohl berücksichtigen. Für Musk ist das ja jetzt ein ziemlicher Triumph. Also seine Firmen sind ja riesig, er hat wahnsinnig viel Geld, er ist der reichste Mann der Welt und jetzt auch noch bei Trump, nicht in der Regierung, aber als Berater doch sehr nahe, mehr geht eigentlich nicht mehr. Ja, das hast du ganz gut zusammengefasst. Also Musk sieht das, glaube ich, auch selbst so. Er hat schon direkt nach der Wahl von Trump, hat er auf X so eine Fotomontage gepostet, die ihn im Büro des amerikanischen Präsidenten zeigt. Musk selbst kann ja nicht Präsident der Vereinigten Staaten werden, weil er Südafrikaner ist. Mhm. Und so gesehen, für ihn ist er jetzt eigentlich ganz oben angekommen. Die Frage ist natürlich ein bisschen, zum einen, was genau diese Kommission, dieses Gremium jetzt macht, wie viel Einfluss sie wirklich haben auf Trump und auch ganz generell, wie lange das Verhältnis der beiden Männer so gut bleibt. Denn wir haben ja gehört, nicht alle ihre Interessen decken sich, sind beides sehr starke, auch teils erratische Personen, die sehr gerne im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Und ich denke, diese Freundschaft, die könnte schon auch bald wieder enden. Nelly, ganz herzlichen Dank. Danke auch. Das war unser Akzent mit Wirtschaftsredaktorin Nelly Keusch. Ich bin Antonia Moser und bis bald.